Also das wären doch schöne Texte gewesen für den Erntedank. Irgendwas mit Dankbarkeit und Freude. Irgendeine Heilung mit einem Menschen, der dann Gott lobt. Und dann war uns ein Beispiel für unser Verhalten sein können. Das wäre doch jetzt schön gewesen, aber was gibt stattdessen? Diese Habakkuk-Stelle, die wir eben gehört haben. Ein Text, in dem nur lamentiert wird, dass nicht so ist, wie es sein sollte. Dass ringsherum nur Verbrechen und Gewalt regieren. Wo Gott doch eigentlich versprochen hat, sein Volk zu neuer Blüte zu führen. Heimgekehrt aus der Gefangenschaft in Babylon, würde man wieder in seinem Land leben, in dem Milch und Honig fließen, so hat es Gott verheißen. Aber nichts davon war geschehen. Also kein Wort von Dankbarkeit in diesem Text. Nur Vorwürfe werden Gott gemacht. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht ist es auch ganz gut so. Da wird uns heute nämlich ein Spiegel vorgehalten. Wie oft sieht es denn bei uns nicht genauso aus? In Jammern und Klagen sind wir Weltmeister. Und wenn ich mich so anschaue, wie es mir selber geht, ja, je älter ich werde, desto stärker überkommt mich das Gefühl, dass all das, was mir heute begegnet, früher eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre. Bei uns hätte es früher so etwas nicht gegeben. Waren wir nicht zuvorkommend, höflich und rücksichtsvoll? Hat es je solch eine Gleichgültigkeit gegeben, wie man sie heute oft erkennt? Wie oft ertappe ich mich selbst schon bei solchen Gedanken? Zeichen, dass ich alt werde. Es scheint schon fast ein Zeichen des Älterwerdens zu sein, dass man die Vergangenheit verklärt, der Gegenwart misstraut und von der Zukunft nichts Gutes erwartet. Da rückt dann Dankbarkeit oft in ganz große Ferne. Da bleiben vielmehr Befürchtungen, Kummer, Ängste und viele Sorgen. Am heutigen Erntesonntag greifen die Texte der Liturgie genau dieses Gefühl auf. Sie greifen es nicht nur auf, sie geben uns damit auch noch etwas Wichtiges auf den Weg. Der Habakkuk erklärt es schließlich nicht ohne ein Gotteswort. Und dieses Wort ist dabei sogar so eine Art Grußwort für hier, für die Gemeinde in Ahrensböck, für unsere Pfarrei. So etwas wie ein Leitwort für die nächsten Wochen und Monate. Gott macht nämlich deutlich, dass er unsere Sorgen und Ängste und Nöte kennt und er greift sie auf. Übergeht sie nicht einfach und wirft uns nicht unsere Undankbarkeit vor. Er ruft uns vielmehr genau das zu, was Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung zugerufen hat. Als sie das erste Mal ihnen begegnet ist. Fürchtet euch nicht. Egal, was für Gedanken euch auch durch den Kopf gehen, egal, welche Sorgen euch jetzt noch quälen, ganz egal, wie bedrohlich euch die Situation heute vorkommen mag, alles wird gut werden, fürchtet euch nicht. Dafür steht Gott. Er steht für eine wirklich gute Zukunft. Denn er ist es, der uns nicht alleine lässt mit unserem Kummer und Sorgen und Ängsten, sondern sich darum kümmert. Er lässt uns nicht stehen mit den Sorgen, sondern sorgt selbst für uns.
Er sorgt dafür, dass wir eine Zukunft und Leben haben. Und wenn wir ganz ehrlich und unvoreingenommen auf die Vergangenheit schauen, dann können wir an so vielen Punkten unseres Lebens doch schon erkennen, dass er genau das in den vergangenen Jahren unseres Lebens immer schon getan hat. Gott will, dass wir Zukunft und Leben haben. Dafür sorgt er Tag für Tag. Und der Prophet Habakkuk gibt uns das auf diesen unseren Weg. Auf dem Weg in diesen Tag, in die kommende Woche. Habt Vertrauen. Vertraut euren Gott, der euch bisher ja schon immer geführt hat. Vertraut ihm und verliert nie die Hoffnung. Lasst nie die Hoffnung fahren. Denn genau das gibt euch den Mut, die ihr für euer Leben letztlich braucht. Habt Vertrauen. Verliert nie den Mut. Verliert nie die Hoffnung.